Joa, was eine Aussicht, oder? Geil, ne? Und was soll ich sagen? Das halbe Fundament steht. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infected, meine lieben Internauten. Ja, ich war fleißig. Ich habe hier die ganzen Fundamente, die wir letzte Folge gesetzt haben, schon mal gebaut. Hier geht's gleich weiter. Weißt du Bescheid? Wir werden die schon mal setzen. Aber ich möchte dann erstmal anfangen, hier heute eine kleine Butze hinzusetzen, die wir dann richtig gut benutzen können. Und wo wir weitermachen können, dass wir dann die ganzen Sachen von da unten hier hochziehen, dann können die Bambis, was auch immer, wie sie heißen, ne, die komischen Viecher, können dann da unten rumkloppen, wie sie wollen. Ist mir egal. Hauptsache, die Sachen stehen hier oben und gehen nicht mehr kaputt. Ne? Das ist wichtig. So, und deswegen machen wir auch erstmal ganz entspannt und gechillt weiter. Wie du siehst, die Bretter sind alle da drin. Wir werden jetzt hier bei den Fundamenten, die wir hier weiterhin setzen, werden wir erstmal nichts bauen. Das fließt alles in unser Häuschen. So, ich bin noch am Überlegen, wo wir. Geht das da hinten auch noch? Tatsache, das geht. Wie geil ist das denn bitte? So, wo wir eine Lücke lassen, damit wir da den Extraktor reinsetzen können für das ganze Eisenerz und so weiter. Vielleicht lassen wir auch da hinten erstmal frei hier, wo der steht, und setzen hier noch zwei, drei hin. Wir können ja hier auch weitermachen. Ich kann den mal so dahin machen. Dann können wir nämlich nach da hinten können wir weiterbauen. So, dass wir dann darüber kommen noch. Wird bestimmt auch lustig. Dann könnten wir da eigentlich so einen Turm bauen, bis ganz oben hin. Immer Treppe, 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 Treppe. Das wäre eine geile Idee. Oder wir bauen ihn da hinten in die Ecke. Platz sollten wir hier auf jeden Fall genug haben. So, weiter kommen wir da erstmal nicht. Jetzt müssen wir gucken. Türen, Brüstungen waren es, glaube ich, ne? Das heißt, hier kann schon mal eine Brüstung hin, hier keine Brüstung hin. Wir müssen ja aufpassen, ne? Hier keine Brüstung hin, hier keine Brüstung hin, hier keine Brüstung hin. Hier brauchen wir eine kleine. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo wir das ganze Holz herholen sollen. Das wird lustig werden. Kracher. So, und dann könnten wir hier schon mal anfangen, so wie wir es unten gemacht haben, ne? Die Wände zu bauen. Ich hätte gerne eine Holzwand. Diesmal bitte richtig rum. So. Dann hier. So. Da kommt die Tür hin. Wir machen das hier hin. Dann könnten wir schon hier hingehen. So. Da kommt ein Fenster hin. So. So. Da steht der Karren im Weg. Sehr gut. So. Gib mir mal den Karren. Dankeschön. Fahren wir hier rüber. Ich denke, das wird schon groß genug hier werden. Eieieiei. Holzwand? Wir könnten hier noch eine Türe reinmachen. Hier kommt noch eine Türe rein. Da haben wir nämlich zwei Türen. Weil wenn wir hier jetzt noch eine Etage drauf machen, wir haben Platz ohne Ende. Wir haben Platz ohne Ende. Das weiß ich jetzt schon. Keine Ahnung, wo das alles hin soll. So, jetzt aber. Fenster. Da sollte die Türe hin. Da können wir hier ein Fenster hin machen. Können wir nämlich immer schön runtergucken da. Gucken, was da los ist. Hier muss noch eine Türe hin, weil wir wollten ja darüber. Machen wir erstmal die beiden Türen. So, da eine hin. Hier eine hin. Das hier zu. Und hier kommen jetzt normale Wände nochmal hin. So. Was ist das? Okay. Und so. Dann ist das hier natürlich offen, ne? Kriege ich da noch eine Wand hin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das müsste man dann hier so zumachen. Gucken wir mal, ob wir das offen lassen oder zumachen. Je nachdem, ob es reinregnet oder nicht, ja. Erstmal lassen wir das so. Die kommt weg. Machen wir hier die Ecke zu. Zu und zu. Gucken, ob wir da noch die ganzen Stämme drauf kriegen. Oh nein, wieder verkehrt rum. Warum? Hede, bist du doof? Ja, du bist doof. Gut. Es ist, wie es ist. Wird eh aus Stein gemacht später. Das wird auf jeden Fall alles aus Stein gemacht hier. Einfach, weil es cooler aussieht, unsere Felsenfestung hier. Frösche! Frösche! Ihr wollt unbedingt gefressen werden, ne? Dankeschön. So und so. Wobei sie mir ehrlich gesagt im Moment egal sind, weil wir müssen erstmal unsere ganzen Drying Racks da unten leer kriegen.
Weil wir davon einfach zu viel haben und wir müssen die ja leer machen, damit wir die hier hochkriegen, ne? Zip. So. Komm mal her, da ist eine fette Melone, die können wir nehmen. Das ist gut. Ernten, essen. Danke, danke. Jetzt haben wir wieder ein bisschen zu trinken. 60 von 100. Das passt. So, der erste Kommentar kommt vom lieben Rinaldo. Der schreibt, tolle Idee, Ede. Die Burg auf dem Berg wird und dir auch frohe Ostern. Dankeschön. Ich hoffe, dort ist auch ein schönes Osterfest. Wir müssen mal alles, was da nur so angedeutet ist, unbedingt wegmachen. Junge, guck, wenn wir dann jetzt hier so eine Brücke rüber machen und da einen Turm nach ganz oben. Uiuiui, das Einzige, was ich mich frage, wir wissen ja noch nicht, wie das funktioniert mit den Tieren und dem, dem Stall. Kriegen wir die überhaupt da hoch? Oder sagen die dann, ich laufe nicht die Treppe hoch? Das würde mich mal interessieren, das müssen wir mal gucken dann, wenn es soweit ist. Da bin ich gespannt. Rein da, so. Ja, mit dem großen Rucksack müssen wir dann auch gucken. Das wird noch ein bisschen dauern. Und wenn, müssen wir dann erstmal die Ressourcen mitnehmen für einen Tisch, ne? Für einen Schlachtertisch. Weil wir kriegen die Leder heute nur noch am Schlachtertisch. Das heißt, wir werden uns da vielleicht, denke ich mal, eine kleine Base bauen. Sprich, eine Kiste, ein Bett, den Schlachtertisch, dann den, den Webstuhl können wir mitnehmen, damit wir dort dann den großen Rucksack bauen können. Es ist einfacher, den da zu bauen, als immer hin und her zu fahren mit drei Teilen und dann hier rumzuwuseln, denke ich mal. Oh, ich glaube, wir werden gleich die ganzen Geländer machen, ey, das nervt. Das nervt richtig. Wetten wir, die ist auch verkehrt rum? Nein, die ist richtig rum. Aber das heißt, wir können jetzt hier ein Dach drauf machen. Dächer, nein, Decken hier, Holzdecke, zack. Sehr gut. Dann können wir nämlich gleich schon mal das Bett mitnehmen. Zu. Ist ja nur drei, ne? Jo, ja auch. So. Decke, Decke. Haha. Da haben wir nur drei Bretter. Das ist doof. Das Ding ist auch leer. Ja, dürfen wir schon wieder runterrennen. Das ist jetzt natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, hier immer hin und her zu rennen und bläh, ne? Aber so ist es. Wir haben uns das ausgesucht. Vielmehr, ich habe mir das ausgesucht. Jetzt mache ich das auch. So. Und wer schreit schon innerlich, wenn er sieht, wie ich das alles wegschmeiße? Hm? Ich warte drauf. Aber wir haben so viel davon. Du weißt nicht, wohin damit. Du weißt nicht, wohin damit. Da oben liegt noch Holz rum. Da ist noch eine Melone. Sehr gut. Ja. Nam, nam. Zack. 3,6 ist Lichtwert. Geräuschwert ist 2,89. Der geht im Moment mehr hoch als... Wo ist der Bär? Da hinten. Lieber Bär. Bleib, wo du bist. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ich glaube, der boxt uns um. Da taucht einfach ein Bär auf, ey. Ah, der guckt. Der hat bestimmt unser Essen gerochen. So, schnell weg hier. Sei lieb und nett. Ich tue dir nichts. Geh weg. Da hinten läuft er. So, erstmal wieder hier neue Bretter machen. Ich glaube, die können wir gleich, wenn die das nächste Mal leer sind, holen wir die auch schon mal hoch. Dann haben wir die schon mal bei uns stehen. Müssen wir ja kurz warten hier. So, dann gehen wir jetzt gleich da auf der linken Seite noch ein bisschen Holz holen. Du siehst schon, hier ist alles leer. Ne? Ich hoffe, das respawnt schnell wieder. So, dass wir nicht zu lange warten müssen. Sparti schreibt, wieder super Folge. Ich habe zwei Schmelzöfen und ja, das mit dem Lichtwert ist echt doof. Ich brauche definitiv mehr Erzextraktoren in den Höhlen. Ich habe bis jetzt den Truck noch nicht gefunden und Mike war bei mir an einem anderen Ort als bei dir im Stream. Du kannst mit dem Wagen auch die Treppe rauf. Ich glaube, ich muss mal auf den Berg rauf. Jo, dass man mit dem Wagen auch den Berg rauf kann, die Treppe rauf kann. Da
Das weiß ich. Da hinten ist der Bär. Ich will nichts von dir. Geh weg. Keine Lust. Don't mess with the beer, ne? Das kennen wir ja schon aus 7 Days. Was? Face the beer, drink for free, ne? Nein, danke. Keine Lust drauf. Ha? Wie viel haben wir hier drin? Auch Bretter sind noch jede Menge da. Das passt. Jetzt kommt er auch noch hier hochgelatschelt. Hau ab. Geh weg. Ich weiß nicht, ob der hier hochkommt. Da steht er und guckt. Weil ich glaube, hier kommt er nicht hoch. So, rein theoretisch müsste man sagen, das könnte ein Bär locker, aber ich glaube, im Spiel macht er das nicht. Und ich bin nicht traurig drum. So, einmal hier. Bretter rein. Noch zwei. Türe rein, dann haben wir das schon mal. Haha, das wird richtig gut. Zack. Dankeschön. Die drei dahin. Nochmal Bretter. Okay, ja, alles verkehrt rum hier. Alles verkehrt rum. Ruhe da unten. Da war wieder jemand besoffen. Mann. Decken hier. Dahin. Ach, ist das schön. 17,3 haben wir, ne? Jo, hier, kann wieder weg. Wo ist er? Da guckst du, wa? Der will uns verarschen. Der will uns verarschen, auf jeden Fall. Ja, der Patrouille läuft da unten. Mistkröte. Wir haben 99 Leben. Aber wir sind ja schon einmal gestorben, ne? Du verlierst ja immer Leben, wenn du stirbst. Hallo? Ey, Bär. Ja, ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Juhu. Ah, er hat uns gesehen. Kommst du hoch oder bist du immer noch so blöd wie vorher? Ey, hier. Hallo? Was tust du da? Ah, da unten ist ein Schwein. Ich wollte gerade sagen, da läuft ein zweiter rum. Ja, am Arsch. Der kommt die Treppe hoch. Okay. Jetzt ist natürlich schade, ne? Solange er hier drin liegt, vergammelt er nicht. Was kostet ein Schlachttisch? Platzierbares. Müsste beim Essen sein dann, ne? Schlachtertisch. 10 Eisenbarren. Uff, vergiss es. Vergiss es. Ja. Ah, kannst du einfach durch. Dann ist es halt so. Tut mir leid. Für das schöne Fleisch. Aber. Was willst du machen? Was willst du machen? Er hat angefangen. Wir nicht. So, der ist auch noch nicht fertig hier. Den können wir hier wegnehmen, glaube ich. Mach auf. Ah, hier ist alles aus. Guck mal, hier haben wir schon zwei Stück, die wir mitnehmen könnten. Sehr gut. Essen. So, ich würde gerne mal das Bett schon mitnehmen. Es wäre cool, wenn ich das alles bei uns ins Inventar räumen könnte, aber nö. Das musst du ja alles einzeln nehmen, ne? Aber die Sachen sind so teuer in der Herstellung. Da nehme ich das gerne in Kauf, hier mit den ganzen Sachen einzeln rauflaufen zu müssen. Stellen wir das Bett mal hier so hin. So. Wunderbar. Jetzt können wir runtergehen und das nächste Teil holen. 8 Stunden später. Lieber Bär, bleiben Sie liegen. Zip. Quark. Ruhe. Immer diese Ausdauer, ey. Die sind auch noch nicht fertig hier. Die müssen wir auch noch mitnehmen.
So, was kommt noch hoch? Die Werkbank. Oh Mann. Das wird echt hier der Umzugsmarathon, ey. Aber gut, da machen wir wenigstens was Sinnvolles heute. Und rennen nicht nur mit dem Holzkarren rauf und runter, sondern auch mit den Klamotten. Können wir die Bude da unten bald abreißen? So. Ist da. Ausdauer sollte auch passen. Kann ich eigentlich einfach hier runterhüpfen? Passiert da was? Nein. Geht schneller. Zack, da auch nicht. Siehst du mal. Passt doch. Schnauze Frosch, Schnauze Huhn. Wir können schon mal hingehen. Und hier oben, die Etage. Das ist zwar schade jetzt, um das Ganze planen, ne? Aber ich glaube, hier ist eh noch nichts drin. Können wir schon mal alles wegmachen. Weil die brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Zack, zack, zack. Sieht gut aus. So, quadratisch praktisch gut. Ha, ha, ha. Sehr schön. Das ist ja auch noch alles weg. Weg damit, weg damit, weg damit. So, daneben. WASD, nicht ERFQ und so. Weg damit. Jawohl. Super. Was nehmen wir als nächstes mit? Ist hier noch was drin? Nein. Das Ding ist schweineteuer, deswegen kommt das jetzt hoch. Nicht, dass es kaputt geht. So. Er liegt immer noch da. Faule Sau. Ach, bist ja ein Bär. Sorry. So, darf ich das hier hinstellen? Dürfte ich hier hinstellen, ja. Das ist aber lieb, dass ich das darf. Bisschen windschief. Jetzt an die Wand. Jo. So, sollte passen. Sehr gut. Trinken schon wieder. Hau noch was. Haben wir. Okay. Mach da wieder. Kann man bald auch einen Ofen bauen. Ah, das wird so schön hier, Leute. Das wird so schön da oben. Ich freue mich. Ich freue mich. Und ich hoffe, Hinata auch. Die schreibt nämlich, die Folge war sehr interessant. Und die war zu kurz. Bitte was? Die ging 51 Minuten. Bin ich gespannt, wie das später aussehen wird. Super Baufolge. Da bekommt man richtig Lust, selbst wieder zu spielen. Na, mach doch. Dann spiel selber. Macht eh immer mehr Spaß, als zuzugucken, finde ich. Außer manche Sachen, muss ich sagen, da gucke ich lieber zu. Ja. Wie Eishockey, Fußball, Darts, Sport im Allgemeinen. Das ist nicht so mein Ding. Kennt jeder, oder? Profisportler vorm Fernseher. Bist du nur doof, so und so muss das machen und bla bla bla. Ja, und wenn man dann selber irgendwie Fußball spielt, zwei Sprints, ich sterbe, ich kann nicht mehr. So sieht das dann aus. Muss ich ehrlich sagen. Das ist schon bewundernswert, ne? Wenn die Profifußballer da in 90 Minuten, keine Ahnung, 10, 12 Kilometer rennen über ein 100-Meter-Feld. So fit muss der erstmal sein, das hinzukriegen, ne? Ich meine, die verdienen einen Haufen Geld, keine Frage, aber trotzdem. So fit muss man erstmal sein. Ich habe einmal in meinem Leben über ein halbes Feld gespielt, ja. Ja, und da war ich schon tot. Ich konnte nicht mehr. Siehst du? Das Huhn lacht mich aus. Schlappschwanz sagt es. So, das noch hier rüber. Alter, der Bär liegt immer noch da rum. Es juckt mich in den Fingern. Das Ding können wir dann hier hinstellen, draußen. Ich glaube, so rum war es, ne? Ja, komm. Ist richtig rum? Ist es verkehrt rum? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir wollen ja nur hier schleifen. Guck mal, den hier könnte man zum Beispiel schon schleifen. Die Funken fliegen. Und schon ist die Eisenaxt wieder geschärft. Sehr gut. Was sagt der Speer? Er sagt, mir geht's noch gut. Wie viel Uhr haben wir? 7.47 Uhr. Oh Gott. Schon spät. Müssen wir uns beeilen hier. Naja,
die erste Nacht im neuen Heim dann. Mhm. Hätten wir mal direkt von Anfang an machen sollen. Warum kommen mir solche Ideen eigentlich immer erst später? Kann mir das mal wer verraten? Nee, ne? So, wir nehmen jetzt noch ein Drying Rack mit. Das können wir nämlich da oben schon mal wieder befüllen. Ruhe, Frosch. Zip. Habe ich eigentlich hier noch was drin? Nein. Stell mal hin. Können wir die schon mal mitnehmen. Dass die auch mal leer wird und nach oben kommen kann. Dankeschön. Mitkommen. In die Höhle müssen wir auch noch gucken, was da so los ist. Bei den ganzen Erzen. Oh, den stelle ich jetzt mal hier hin. Bitteschön. Dann können wir hier nämlich so. Ich muss sie da von Hand dran machen, ne? Zwei am Fleisch dranhängen. Das passt. Ja, dann können wir hier weitermachen. Das zu. Die hier zu. Den zu. Und das zu. Und die Wand noch zu. Die sind zu. Der zu. Der zu. Ach, Leute, das wird schön. Es wird einfach nur schön hier drin. Ich freue mich. Jetzt fängt es aber an zu regnen. 8.18 Uhr. Okay, Lichtwert haben wir keinen im Moment. Den Ofen da hinten brauche ich nicht anmachen, weil da ist kein Dach drüber. Der ist direkt wieder aus. Gucken wir mal hier rein. Der ist gleich aus. Aber guck dir mal an, wie viel Kobalt wir haben, ey. Sogar hier und da mal ein Stein. Aber jede Menge Kobalt, ein bisschen Kupfer und ein bisschen Aluminium. Guck mal, 1, 2, 3, 4 mal Kupfer, 4 mal Aluminium und 2, 4, 6, 8, 10, 12, keine Ahnung, wie viel Kobalt. Kann es sein, dass überall alles rauskommt, aber eins definitiv überwiegt? Weil da ist jetzt dreimal so viel Kobalt wie Kupfer oder Eisen oder Aluminium drin, ne? Das muss man ehrlicherweise sagen. So, du kommst noch mit, mein Freund. Der Extraktor ist ja schon oben. So. Oh, der Arme, da liegt er. Ganz platt. Wer hat ihn nur getötet? Wer tut solch grausame Dinge? Ich. So, was soll ich ihn da hin tun? Ne, wir stellen ihn mal hier neben. Das passt so zusammen. Wovon haben wir denn da so wenig? Was ist das? Vitamine. Wir haben keine Vitamine. Schlafen wir erstmal, ja? So. Guck mal. Alles aus. Nichts bewegt sich. Das ist gut, ne? Das ist gut, finde ich. So muss das sein. 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr. Eieiei. Oh, jetzt haben wir sogar schon 8 Uhr. Ja, dann müssen wir jetzt irgendwo ein paar Vitamine herfinden. Trinken können wir ja schon mal. Dankeschön. Und immer noch am Regen. Wir haben übrigens noch einen Kommentar vom lieben Tullnock. Den lesen wir jetzt gerade. Der schreibt nämlich, die Bergfestung dort oben mit dem Motto Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen wird mega. Übrigens ein sehr lustiger Film, ne? Deine Baufolgen machen Spaß und dann will man selber auch wieder wie wild drauf losbauen. Und Ede, danke auch für deine Zeit. Nichts zu danken, Tullnock. Nichts zu danken. Vielen lieben Dank, dass du da vorbeischaust und dass du hier so fleißig kommentierst. So. Na komm, wenn wir einmal hier sind, bringen wir so hoch, dann ist er weg. Dann müssen wir nämlich immer nur da hochrennen. Zack, zack, zack. Wo können wir die hinstellen? Die ist, glaube ich, zu groß dafür, ne? Ja, die könnten wir hier außen hinstellen, so. Ich stelle sie mal so dahin. Jo, passt. So, was sagen die Dächer hier oben? Die sagen, wir sind voll. Da fehlt noch was, da fehlt noch was, hier fehlt noch was. Hier fehlt noch was. Hier fehlt noch was. Wie viel haben wir noch übrig? 2, 3. Okay, die können wir dann da hinten reinmachen. Da haben wir da auch schon die Hälfte. Heißt, unser Bett ist trocken. Sieht schon ulkig aus, aber
es funktioniert. Und das ist das Wichtige. So, holen wir den Rest daraus. Schweini steht schon da rum. Und dann könnten wir mal anfangen. Ups. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, habe ich mich festgefahren jetzt hier? So, dann könnte man nämlich hier so die Mauer machen, den Zaun. Sehr gut. Das steht auch da. Jo, was brauchen wir noch ganz dringend da oben? Kann ich das aufheben? Kann ich. Dann stellen wir das auch rein zu uns, dann brauchen wir nämlich nicht den Unterstand. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich wollte. Pflanzkübel brauchen wir. Damit wir mal ein bisschen Vitamine anbauen können. Die brauchen aber wieder Nägel. Und Bretter. Müssen aber eh erstmal bei uns hier drin sein. Geht nicht anders. So, Feuer machen wir mal hier neben uns, damit es schön warm ist. Zack. Und guck, jetzt können wir hier rausgucken und sehen da unten alles. Haha. Später kannst du noch die Türe raus hier und da runter gucken. Ah, das wird gut. Das wird gut. So, Wasser 0. Juhu, der ist auch 0. Na toll. Echt nur 5. Sie haben keine Vitamine, aber 0. Müssen das da unten rausholen. Zip. Ich bin mal gespannt, wer von euch mitgezählt hat und wie oft wir diese Folge da rauf und runter rennen. Also hier sind wir definitiv fitter als im echten Leben. Zumindest ich. Oh Mann. Was ist eigentlich hier hinten drin? Haben wir da noch einen Scheiß drin? Klar. Kürbissaat. Kartoffelkeimling. Ah, die bringen ja auch Vitamine, ne? Schrauben. Wir wollten ja... Dingens, ne? So, die sind leer. Kann ich die einfach nehmen hier? Jo, da ist zwar die Saat weg, aber... Was soll's. Erste Hilfe. Was haben wir hier noch drin? Zwiebeln, Kürbisse. Was ist hier drin? Da sind auch noch Kartoffelkeimlinge drin. Gib mal her. Rein da, rein da, rein da. Kisten werde ich ja später reinholen. Zwei Nägel. Yay. Juhu. Super. Gerade essen. Dann können wir die noch hochholen. Das ganze gute Fleisch, ey. Das ganze gute Fleisch. Aber den anderen holen wir später hoch, wenn das hier nochmal gewachsen ist. Die gute, gute Wassermelone. So geht das ja nicht, ne? So, bringen wir den hoch. Dann können wir da Kartoffeln anpflanzen. Und dann müssen wir runter wieder den Wagen holen. Und noch ein paar Bretter, beziehungsweise Baumstämme holen. Jetzt ist er despawned, okay. Schade. Damit wir endlich mal weitermachen können hier. So. 16,8 Grad, das müsste eigentlich reichen. Kartoffelkeimling, bitteschön. Da steht was, der... Ah, der steht hier drin, okay. Interessant. Ob das funktioniert, dass wir dann von drinnen da dran kommen? Müssen wir ausprobieren. Das wird lustig. Der braucht Wasser. Wir haben kein Wasser mehr hier, ne? Doch, 100 schmutziges Wasser. Nice. Perfekt. Direkt gießen, dass das Ding wächst. So, vielleicht finden wir ja sonst noch irgendwo Kartoffeln. Dass wir mal ein paar Vitamine bekommen hier. Warum auch immer rohe Kartoffeln Vitamine bringen? Ich habe keine Ahnung. Bin kein Biologe oder Bauer oder sonst wer, der Ahnung davon hat. Aber ich finde es sehr fraglich, das muss ich sagen. So. Ha, wir haben auch noch Glück hier, ey. Wir haben auch noch Glück. Ich sag jetzt mal nix. Das Glück ist mit den Dummen. Juhu! So. Der Kollege, warte. Ah, der ist sogar noch voll dann. Nein. Dann gib mir mal den. Dankeschön. Jetzt bringen wir den schon mal hoch. Ich habe ja gesagt, wir machen das jetzt erstmal so, ne? Deswegen bringen wir den hoch. Eieieiei. So.
Ja, Umzugsmarathon hier. Ja, findet statt. Zack. Jetzt ist er wieder leer. Aber das macht nichts. Das hier ist auch sehr gefährlich, ne? Muss man ehrlich sagen. Zip. Aber wir sind ja erwachsen. Wir können für uns selber sorgen. Das passt schon. Jetzt machen wir erstmal die ganzen Geländer da fertig. Die gehen mir auf den Keks, dass die alle so leuchten. Ich will die fertig haben. So. Ich weiß ja gar nicht, können wir den Extraktor da mitschleppen und oben fertig machen? Ich hoffe es. Zack. So. Schnauzer Frosch. Das ist meine Bühne hier, nicht deine. Dup, 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 dup. Rein da und rein da. Ach, ist das schön. So. Und so. Und so. Okay. Das dachte ich gerade, das Spiel ist abgestürzt. Das wär's gewesen. Alles weg. Alles nochmal von vorne. Nein! Da haben wir Mais. Die haben doch bestimmt auch ein paar Vitamine, oder? Klar, 10 Stück. Sehr gut. Ist endlich mal wieder voll hier. Remsti-Bemsti. Noch ein Mais. Und ein Kürbis. Alles einsammeln, ja. Alles aufmampfen. So. Kohle bräuchten wir noch. Oder wir machen da hinten einen weg. Von den Holzstämmen, die auf dem Boden liegen. Und holen uns da ein bisschen Feuerholz raus. So, hier von den Dingern da hinten. Die liegen ja alle hier rum. Guck, da oben ist einer. Stell mal hin. Man muss ganz schön Muckis haben, wenn du so einen Karren da hochschleppst, ziehst, schiebst, wie auch immer. Ich würde mal behaupten, ziehen ist einfacher als schieben, oder? Würde ich sagen. So. So. Ah, das ist schon gut. Das ist schon gut. Grüns, grüns. Macht das Schwein. Zip. Einmal anmachen. Zack. So, lecker Wasser abkochen. Und hier oben ist auch viel schöner als da unten. Viel, viel schöner als hier oben. Aha. Hat mir eine gute Idee. Hat mir eine richtig gute Idee. Was sagt die Uhr? Tacho sagt... Yo. Was geht, sagt der Tacho. Bin mal gespannt, an unsere Freunde wiederkommen. Zack, zack. Einmal, zweimal. Lustigerweise, guck mal, das Feuer ist an. Das zählt nicht dazu, ne? Lichtquelle bleibt unten. Wenn wir jetzt die Schmiede anmachen, dann geht das hoch. Das ist echt wie die Heatmap bei 7 Days. Ach, das willst du sowieso wieder nur verarschen, das Schaf. Such den anderen doofen Schorn. Jo. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die Bäume respawnen. Ich bin gespannt. Alter Falter, ey. Wir müssen leider ganz hoch, weil hier auf die Treppe kannst du ihn nicht stellen.
Den Fehler habe ich eben vor der Aufnahme einmal gemacht. Ich habe ihn Gott sei Dank wieder rausgekriegt. Aber um ein Haar hätte das Böse geendet. Ah, guck mal. Sehr schön. Sehr schön. Sieht gut aus. Gefällt mir. Eigentlich müssten wir hier weitermachen, aber das lassen wir jetzt mal sein. 200 Wasser, obwohl wir können erstmal die essen hier. So, 100. Lecker. Trinken wir mal. Alles voll. Boah, wie geil. Wie geil. So, da muss erstmal nichts rein, weil da haben wir ja schon überall die Bretter reingetan. Oh Mann. Weißt du, was jetzt geil wäre? Die Seilpistole aus Sons of the Forest. Alles hoch. Aber falsches Spiel, ne? So ist das. Immer das Gleiche. Das, was du willst, kriegst du nicht. So ist das Leben. Immer ungerecht und immer unfair. Also mach das Beste draus. Gott, ey, was ich hier laber. Weisheiten mit Ede. Blop. So, gehen wir mal ein bisschen weitermachen. Ruhe. Jetzt habe ich wieder den Ding jetzt nicht hochgeholt. Ich glaube, ich werde dann zwischen den Folgen wieder die ganzen anderen Sachen hochschleppen. Was jetzt? Was hat er da unten? Ich kann das nicht sehen, weil da wieder irgendwas drin ist. Ist uns zu warm? Wir sind am Frieren. Ah, es wird kalt. Wir haben November. Okay, alles klar. Heißt, siehst du mal, platzierbares Möbel. Nein, 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 hier. 2 Plastik, 5 Eisenbahnen, 10 Schrauben. Ach du Kacke. Stell mal hier hin. Zack. So. Haben wir irgendwas dafür? Nope. Ja, jetzt wird's lustig. Winter is coming. Heißt, wir müssen die Bude hier zukriegen, ne? So. Ja. Keine Angst. Das ist doof. Da sind wir am Erfrieren, ne? Da müssen wir aufpassen. 83, 82... Mach mal hier, wir dürfen auf keinen Fall unser Kühlhemd anziehen. Aber sonst geht's dir gut, ne? Meinst du, du ziehst da jetzt ein? Ja. So, 10 Schrauben haben wir hinten, 2 Plastik glaube ich auch. Eisenbarren müssen wir dann wieder machen. Eieieiei. Die waren glaube ich hier drin, ne? Jo, 10 Schrauben, dankeschön. Eine Kohle können wir auch mitnehmen. So, das sind die kleinen, da ist nichts mehr drin. Die kannst du mir mitgeben? Ja. Und dann müssen wir bald die Winterhose und die Winterjacke machen. Auf jeden Fall. Schnell her damit. Bei 9 Grad ein Kühlshirt ist auch ein bisschen übertrieben, ey. Wo ist Borsti hin? Bis ganz oben? Oder ist er da runter irgendwo? Keine Ahnung. Lass ihn mal. So, ran da. Jetzt habe ich das Plastik nicht mitgenommen. Verdammt. Wie viele Steine haben wir hier? Haben wir so noch was. Gib mal alles. Voll sind wir. Was passt da noch rein? 5, 5, 1. So, das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. So, einer rüber da. Das T-Shirt hier hin. Mach mal an. Da haben wir auf jeden Fall schon mal welche. Sehr gut. Kann das weiter wuseln. Wo ist Borsti? Bist du jetzt hier oder rennst du hier unten drunter rum? Da ist Borsti. Wie bist du denn da hingekommen? Wenn ich fragen darf. Wie hast du das denn hingekriegt?
Bist du hier durch, oder was? Naja. Die Treppensau. Wie man sieht. Was soll's. Jo. Ich schleppe jetzt noch den Rest von da unten hier hoch. Du kannst gerne einen Daumen hoch da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne, danke für deine Zeit.